Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Atlas mit Latro und mir, dem Schreder. Eigentlich sollte das heute eine ganz entspannte Folge werden, aber wir mussten feststellen, dass wir offline geradet wurden, was ziemlich ärgerlich ist, denn unsere komplette Smithy war voll mit Materialien für eine Sloop. Das war weg. Also mussten wir erstmal wieder alles zusammenfahren. Außerdem gab es da noch so ein, zwei Punkte, die uns sehr auf den Herzen lagen. Aber dazu gleich mehr. Ja, ich würde sagen, das ist ein schönes Plätzchen hier. 20 Fiber, 12 Metal, 22. Ja, dann würde ich sagen, Taschen vollpacken, dahin. Ne? Mutti macht das schon. Mutti ist die beste, Junge. Mutti unterstützt uns beim Cheaten. Oh Mann. Ich kann es halt echt nicht fassen, ne? Ja, es ist ja nicht mal so, als würden wir ein Geheimnis draus machen, dass wir einen eigenen Server haben und mit Adminrechten uns da die ganzen Sachen hinspawnen. Also das ist jetzt hier mal kurz ein bisschen Real Talk, ja, aus den Kommentaren, die wir in den letzten Tagen so bekommen haben. Ich meine, ich glaube, wir machen beide lang genug YouTube, um zu wissen, dass es sehr viele Trolle und sehr viele Menschen gibt, die Spaß daran haben, YouTuber einfach nur zu nerven. Und ich glaube, wir sind da auch beide relativ abgehärtet und keiner von uns kriegt jetzt Existenzängste oder irgendwelche Krisen oder was weiß ich nicht was, weil irgendwelche Leute da Scheiße in die Kommentare schreiben. Aber es ist halt schon lustig zu sehen, dass es Menschen gibt, die uns vorwerfen, dass wir cheaten würden, weil wir auf einem privaten Server Admin-Sheets benutzen, um diese Guides zu machen. Das ist meine Güte. Ey, sorry, aber ich möchte jetzt hier keinen beschimpfen, ne? Weil das gehört sich nicht. Aber oh, kommt doch bitte mal auf euer Leben klar. Natürlich benutzen wir Admin-Sheets, um die Guides zu machen. Alles andere wäre auch vollkommen unrealistisch. Wie sollen wir denn bitte zu zweit genug Materialien für eine Galeone farmen? Wie, das schafft ihr nicht? Das ist oh, herrlich, ey. Also. Manche Menschen, ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie die da so sitzen und sie sich den Guide angucken und sich denken: Oh, ich hab da was entdeckt. Die cheaten. Überführt. Überführt. Leute, mal im Ernst. Also, wer ernsthaft glaubt, dass wir die ganzen Guides machen, ohne dass wir da Admin-Sheets für benutzen, ne? Und ja, natürlich, da schreibt einer in die Kommentare, man sieht das, weil er die Konsole aufgemacht hat. Ja, natürlich, weil wir ganz offen damit umgehen, dass wir diese Guides nur. Es steht sogar irgendwo in den Kommentaren als Antwort, ne? Du hast, glaube ich, unter irgendeinem Kommentar geschrieben, dass wir glücklicherweise zum Besorgen der Sachen nur 20 Minuten brauchten, da wir die Admin-Kommandos ja haben. Ja. Also wir gehen ganz offen damit um und dann kommen solche sehr schlauen Menschen und behaupten, ja, die cheaten doch. Ja? Dreckige Cheater, euch mag ich nicht. Ja, Bäh, das, ihr ekelt mich also. an. Sorry, aber das ist ja mal, ach, herrlich. Ich freue mich. Ja, also wir löschen die Kommentare auch mit Absicht nicht. Ja, genau. Das halt wirklich, ja, wer so blöd ist, der soll es da stehen lassen und die anderen sollen sich drüber freuen, sowas zu lesen. Es ist einfach immer so, wir gucken uns das an, wir freuen uns. Ja, und manchmal fehlen uns auch die Worte, weil es ist dann auch so dumm manchmal. Deswegen, wir Ja. lassen die Dinge einfach Also das stehen. ist. Ihr habt uns überführt, wir sind voll die Cheater, wir haben richtig Ja. kleine Schniedel. Alles gut. Ja. Also, ja. Wenn wir jetzt offizielles Gameplay machen, so wie jetzt gerade, und da, keine Ahnung, in der letzten Folge Level 20 waren und in der nächsten Folge auf einmal Level 51, erstens wisst ihr nicht, wie viel wir spielen, wenn wir nicht aufnehmen? Kann ja auch sein, dass wir irgendwie, keine Ahnung, 8 Stunden am Tag durchsuchten. Kann ich euch aber sagen, tun wir nicht, weil wir momentan, Schredi, wir haben letzte Tage festgestellt, seitdem der Kanal aufgemacht hat, haben wir beide nicht einen Abend einfach mal nur gezockt, Nö. weil wir Spaß daran Ja. hatten. Sondern jeder Abend ist mehr oder weniger für irgendeinen Guide, Vorbereitung für Guides oder
irgendwas anderes, was für den Kanal ist draufgegangen. Ja, man geht ja noch arbeiten nebenbei, ne, das ist ja... Genau. Oh, wir haben zu wenig Steam. Wir können euch schon mal... Achso, ich habe ja gar keine gemacht dafür, dann müssen wir gleich nochmal welche machen. Ich glaube, ich habe keine Materialien dafür dabei. Ja, aber kannst du vielleicht schon mal unten im Bauch das bauen? Dass wir die Kiste da, dass wir die Truhe irgendwo hinstellen können und schon mal... Ja, wir können... Eine Tür für uns aber auch, wir haben ja keinen Schrank. Doch, ich habe doch Schränke mit. Die Schränke können wir doch hier oben hinpacken. Achso, ja, stimmt. Können wir auch. Dass wir zumindest schon mal die Sachen hier rüber kriegen. Was ich noch sagen wollte. Also, momentan geht einfach jede freie Minute, die wir haben, geht in irgendeiner Form für diesen Kanal drauf. So. Und deswegen können wir auch... Schredi wird vielleicht gleich, wird gerade mal auf meine Ansicht zeigen. Nein. Ihr seht, Gameplay-Videos. Ich bin Level 21. Ich habe keine Rüstung an und ihr habt unser Haus gesehen. Wir bauen gerade unser erstes Schiff. Unser erstes vernünftiges. Also wer uns vorwerfen will, dass wir cheaten, der muss sich nur mal ein Gameplay-Video von uns ansehen. Dann sieht er, wenn wir cheaten würden und so scheiße wären, wie wir jetzt gerade sind. Mach mal Tag, bitte. Also, ja, mach mal Tag, bitte. Auf dem offiziellen Server. Ich habe Admin-Richter auf dem Server, Junge. Ach, nee, ey. Gut, okay. Ich glaube, genug zu dem Thema gesagt, ne? Ja. Dafür, also für das Video würde ich auch kein Abo und kein Like da lassen. So triggert der Junge. T, T, T. Zack, guck mal. Halbe Wand. Wo packe ich denn die hin? Hier am besten. Hier haben wir ein bisschen Platz. So. Dann können wir nämlich hier noch ein paar Seedlings hinknallen. So. Mach du mal. Du machst mal richtige Tricks. Sauber. Ne? So, dann können wir hier nämlich noch die Smithy hinstellen. Ich merk schon. Ein paar Boxen oder so. Wow. Wow. Latro. Oh, da bin ich wieder. Alter. Release Chip. Oh, ich bin so aufgeregt, ne? Tschüss. Okay. Scheint ja alles gut gegangen zu sein, ne? Träumchen. Leider waren wir auf so eine lange Reise nicht vorbereitet und haben die Strapazen einer Seefahrt komplett unterschätzt. Nichtsdestotrotz hatten wir große Hoffnung in die Entdeckung einer neuen Insel. Und wir sollten auch nicht enttäuscht werden. Aber wir sollten schon gucken, dass wir nicht direkt an so einem Shipyard parken. Sag ich mal. Wuchzack. Den Anker setzen. Naja. Ja. Weil hier wird jetzt schon wieder ziemlich kahl mit Bäumen. Quatsch. Sollen wir vielleicht hier bleiben? Hier? Ja. Mhm. Also ich würde dann nochmal drehen. Also lass mal die Segel draußen. Einmal ein Ründchen fahren. Also wir können entweder hier bleiben oder halt nochmal so ein bisschen wieder die Küste hochfahren. Wo du die Segel einmal anpassen musst. Da, wo so wenig Shipyards waren, wo nur diese kleinen Dinger waren, weißt du? Ich glaube, das wäre sogar besser. Da, wo wir quasi der erste Eindruck von der Insel, den wir hatten. Nee, sondern tatsächlich hier. Direkt da vorne in der Bucht. Da sind ja nur die ganzen kleinen Schiffe und kein großes gewesen. Dass wir da keine Probleme kriegen mit unserem Bett, dass wir da nicht mehr spawnen können, weil irgendwie ein anderes Bett zu nah dran ist oder so. Also hier sind ja nur die kleinen. Siehst du das da vorne? Das sind ja nur die Flöße. Ich denke mal, dass die Flöße entweder schon verwaist sind und man die vielleicht gleich sogar kaputt machen kann. Ich würde schon mal ein Segel reinholen. Und dann würde ich irgendwo hier so in dem Bereich, also noch ein bisschen weiter,
Vielleicht ein bisschen rausfahren sogar. Dass wir vielleicht ein bisschen mehr schwimmen müssen, aber halt sicher halt einen Spawnpunkt haben. So, hier. Ist so. Okay. Naja, genau. Das Segel einholen. Kannst du Anker setzen? Ja. Nein. Noch ein bisschen näher an die Dings, ne? Oder? Gib dir nochmal Segel. Noch mal ein bisschen mehr Richtung Küste. Ja, nee, will ich ja eigentlich nicht. Mach mal Segel wieder weg. Weil das Problem ist, wenn wir zusammen an die Küste ranfahren, dann kann es sein, dass wir mit irgendeinem anderen Bett kollidieren und dann können wir nicht mehr in unserem Bett respawnen. Hm. Sollen wir uns dann drüben erstmal umgucken gehen und gucken, ob das halbwegs cool ist? Ja. Nach 4 Stunden Aufnahme entschieden wir uns, auf dieser Insel eine Pause einzulegen. Wir bauten ein kleines Lager und schauten uns ein wenig um. Es war eine sehr schöne Insel. Doch was genau wir auf dieser Insel erleben werden, das zeigen wir euch morgen im Livestream auf unserem Kanal Respawn. Tschüss.